Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen müssen, was ich hier gerade mache. Du sag mal, wie ist denn so das Leben als Let's Player? Fragt Anton Kulp. Total anders als Mensch. Ja, ne? Du hast voll das Special Leben, so High Life, jeden Tag. Ja, auf jeden Fall. Siehst ja schon, wie hier die Party geht einfach. So, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Kannst du mir das mal erzählen? Weiß ich nicht. Ich passe nicht auf, weil ich immer heimlich nebenbei Cola trinke und bei Twitter hoch und runter scrolle. Natürlich. So, diesmal hat's geklappt. Dann mache ich mal da. Ach, da darf ich jetzt eigentlich gar nicht. Na, egal, komm. Was hast du da jetzt vor? Ich möchte da gerne... Ich mache doch hier eine Kakaoplantage. Ja. Und da möchte ich gerne... aufs Maul fliegen. Scheiße. Nee, ich möchte gerne da oben Fackeln anbringen. Ach so, okay. Ist das nicht total eine clevere, gewitzte Strategie? Ja, so kennt man dich. Ja, Mensch, ist ja unfassbar. Unfatzbar. Ach doch, hier kann ich ja zum Glück noch hinbauen. Aber die Musik hast du wieder sehr schön ausgesucht heute. Da fragt gerade jemand, wie viele Tweets noch kommen um diese Uhrzeit. Sehr viele. Es ist übrigens gerade 12:30 nachts. Boah, echt? Wir sind auch wach? Ja. Boah. Sind wir sonst nie um die Zeit. Wie mutig. Wie lange bist du sonst so wach? Normalerweise so bis 11. Bis 11, na, dann geht das ja heute eigentlich, ne? Ja. Ist mal ein bisschen gewagt. Naja, komm schon, kann man mal machen. So, komme ich da jetzt rüber? Ich hoffe, das sieht nicht allzu scheiße aus hinterher. Ansonsten mache ich einfach noch ein Dach drüber oder sowas. Ich probiere hier gerade nur rum, wie das aussieht, wenn man hier zum Beispiel einfach Fackeln drauf macht. Aua, so schon mal nicht. Ja, also, so viel rauscht da jetzt aber nicht durch gerade, ne? Doch, es ist ja aber alles Essen, also Thema Essen, Pizza, McDonald's, Pasta. Mhm. Und was hatten wir gerade noch? Das hatten wir doch auch schon zigmal. Minecraft. Minecraft hier, Minecraft da. Das ist ja überraschend als Thema. Ja, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee. Trifft Shader, nicht, ja, nein. Also Eyeliner quasi, so ein Eyeshader. Trage ich sehr gerne. Ich weiß. Nur, wenn ich auf Grufti-Partys gehe. Sieht das jetzt merkwürdig aus hier? Guck mal gerade. Es geht, sieht aus wie eine Torte, ein Geburtstagskuchen, wenn du jetzt von oben gucken würdest. Weißt du? Deine Torten möchte ich mal sehen. Was war das denn gerade? Irgendwer meinte vorhin, du sollst mir die Robbe beibringen. Wer meinte das? Das habe ich vorhin in den Tweets gelesen, bevor die Aufnahme losging. Was soll ich dir beibringen? Die Robbe? Irgendeine Robbe. Irgendwie, oh, oh, oder so. Ja, die genau. Robbe? Das kannst du doch schon, mach mal. Ach so, oh, oh. Ja, du kannst die Robbe. Okay. Ja, okay. Ich wusste nicht, woher kommt das? Von Robin Williams? Nee. Ich das weiß. Das war jetzt richtig schlecht. Das war schlecht, ja. Aber. Ja, auf jeden Fall kannst du jetzt die Robbe bis schon einen Schritt weiter im Leben. Die muss man einfach können. Da bin ich jetzt aber richtig happy. Kann ich ja gar nicht sagen, wie happy ich da bin. und jetzt haben wir genug Kakao. Mit Kakao kann ich mich totschmeißen. Weißt du noch, wie man Kekse macht in Minecraft? Nee. Boah, ich auch überhaupt nicht mehr. Brauche ich bestimmt Weizen für. Aber ich gehe schlafen, weißt du? Mir reicht es mit dir. Ja, geh doch. Komm ins Bett. Ich bestimmt nicht. Ich bin gerade so mit Twitter beschäftigt. Du trinkst ja heimlich. Rede über Chinesen, die Hunde essen, möchte der Dominik. Ich persönlich kenne keine Chinesen, die Hunde essen, aber ich kenne Menschen, die auf Klischees rumreiten. Kennst du die auch, Dominik? Ja, kenne ich. Ach so, der Dominik, ja. Ja, ach du natürlich auch. Nee, Dominik auch, natürlich. Die Dominikanische Republik. Da werden bestimmt auch Hunde gegessen. Da war ich schon mal. Nein, werden nicht. Warst du da schon mal? Ja, schon zweimal. Und wie war's? Sehr schön, sehr schöne Strände. Wurdest du nicht ausgeraubt und verschleppt, wenn wir schon mal Klischees sind? Doch, natürlich, trotzdem war es schön. Ach so, na gut. Hat sich also gelohnt, das verschleppt werden. Die Strände waren schön, dafür hat sich das gelohnt. Ah, okay, na gut. Ich bin ja jetzt auch wieder da. Ich konnte mich ja aus den Fängen befreien. Finde ich einfach schnaffte, was du so alles kannst. Richtig Knorke. So, ich probiere jetzt mal ganz kurz, ob ich irgendwie Kekse... Ich habe jetzt die Rezepte überhaupt nicht mehr im Kopf, weil ich habe, glaube ich, noch nie Kekse gemacht in Minecraft. Das geht auf jeden Fall nicht. Nein.
Warum sagst du mir das dann? Soll ich heimlich? Ja, oder? Guck doch mal. Ja, super. Du kannst doch jetzt in die Wiki gucken. Mhm. So, beeil dich mal. Ja, Mann. Ich mache hier so lange mit dem Mauscore so lustige Sachen. Und im Hintergrund läuft gerade Monkey Island. Ich beeil mich. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, ich suche mal gerade den nächsten WoW. Medieval. Ah, Puccini. Ah. Ach, schön erbauend ist das. Hast du? Hier, da, guck mal. Weizen, Bohne, Weizen. Huch, jetzt bin ich am falschen Dingens. Ja, da kann ich ja, da spare ich ja richtig was. Das ist ja super. Boah, ist das praktisch, hier so eine Hilfe mit dabei zu haben. So, und jetzt mal schnell wieder Twitter. Ja. Schön, haben wir Kekse. Da freue ich mich ja. Gibst du mir einen ab? Kekse! Kennst du eigentlich das Krümelmonster? Ja, natürlich. Hast du mir nicht erzählt, dass das jetzt das Gemüsemonster ist? Ja. Obst- und Gemüsemonster? Ja. Das ist so traurig eigentlich. Das Obst- und Gemüsemonster, ey. Was soll das denn bitte? Ich brauche eine Kiste für Gebäck. Ich habe Obst, ich habe Fleisch, ich habe Brot. Hier oben ist Weizen drin. Ich tue mal das Weizen zum Brot, glaube ich. Ich finde die Sounds im Hintergrund gerade so ein bisschen beängstigend. Wo kommen die eigentlich her? Hä? Die passen zur Musik, ne? Mhm. Ach, wie passend. Maxim mit einer ganz langen Zahl dahinter hat gerade getwittert, willst denn Keks? Oh, sehr gerne. Den nehme ich natürlich äußerst dankbar entgegen. So, die Kakaoprodukte tue ich da mal hier oben rein oder die Backwerke. Obwohl Brot ist ja auch ein Backwerk, aber ist ja kein Naschwerk. So, apropos Naschwerk, willst du einen Knoppers? Nee, gerade nicht. Du? Achso, na gut. Nee, gerade nicht. Vielleicht esse ich gleich so eine saure Schlange. Ich verstehe. Was denn? Ich esse einfach eine saure Schlange. Ja, dann ist doch bitte eine saure Schlange. Da gibt's doch keinen Wie, ne? Ich mach doch gar nichts. Ja, ja. Hab ich irgendwas? Das ist ja... Das verbitte ich mir. Was ist dein Lieblingsgericht? Das von Barbara Salisch. Meins ist das Bundesverfassungsgericht. Das ist immer meine Standardantwort. Ich wollte ihn jetzt gerade bringen, weil ich das so witzig fand. Und dann kommst du mit Barbara Salisch. Hast mir alles versaut. Tut mir leid. Doof. Was? Der ist wieder rausgekommen. Wie ist denn der Creeper wieder rausgekommen? Boah, nee. Ich hasse jetzt die Creeper, ne? Die neuen sind so scheiße. So, ich bin jetzt ganz vorsichtig mit dem Viech. Alter, wie laut ist denn ja deine Buschmucke gerade? Zelda. Oh, Baldur's Gate 2 kann man mal anlassen. Aber wieder ein bisschen im Hintergrund. So, guck mal, hier ist ein Baum übrigens. Sehr schön. Statt dem Penis aus Erde hast du nun einen Baum in dieser Welt. Der ist doch viel schöner. Ja, kann ich auch mitleben. Gefällt mir. Stell dir einfach vor, das wäre ein Penis aus Holz. Und vor allem auf der Bank hier vorne, auf der anderen rechts, kann man so schön sitzen und einfach die Aussicht genießen auf, dieses Ding ohne Dach. Es ist einfach traumhaft. Stimmt, ein Dach muss da ja auch noch drauf. Ja. Oder hier so sitzen ist auch schön. Ja, doch, da ist aber noch schön, das geht. Ne? Finde ich auch. Aber generell eigentlich eine gute Idee mit dem See hier, kann man ruhig mal machen. Kannst du doch noch ein paar Seerosen drauf machen? Nee, das geht nicht. Doch, möchte ich aber. Na gut, warte, erstmal gehe ich hier in die Tiefe, das wolltest du ja auch. Ach ja, stimmt. Und ich guck nochmal, was hier gerade so bei Twitter losgeht, abgeht. Das macht ja schön. Huch. Welche bekannten Persönlichkeiten erhofft der Herr Gronkh auf der Gamescom zu treffen, fragt Fox Kao. Ich weiß ja sogar schon, welche Persönlichkeiten ich da treffen werde, aber ich darf es ja noch nicht verraten. Doch, du wirst mich treffen. Das ist aber noch ein Geheimnis. Ja, aber das willst du doch unbedingt, oder? Du gehst doch nur deshalb zu Gamescom, um mich zu treffen. Hat dir das jemand verraten? Boah, ey, diese Elenden. Ja. Das sollte doch keiner wissen eigentlich. Hat einer in die Kommentare geschrieben. Der wusste das nämlich schon. Boah, ätzend, ey. Ja. Nichts kann man sagen, nichts. Kommt sofort bei den falschen Leuten an, also bei dir. Ja, das wurde mir sofort zugetragen von meinen Spitzeln, die ich immer so hab.
Die habe ich überall im Internet versteckt. Du kannst deinen Beruf auch nirgends außer Acht lassen. Nee, ne? Leider nicht. Guck dir das mal an. Das Lustige ist... Warte, das ja. Lustige ist... Von hier ist es ein Penis aus Erde. Ja. Ich weiß. Und von hier ist es ein Tee. Ja. Schön. So, da hast du deinen Baum und der See. Und damit ist die Session sozusagen jetzt ganz in deinem Namen. Ah, das gefällt mir, ja. Schön, ne? Ja. Und du hast den Penis aus Erde auch wieder, auch wenn da leider kein Weizen wächst, aber der ist rasiert einfach jetzt. Der Rahmschnitzel, weißt du, der hat gerade geschrieben, ja. Ich möchte mal mehr als spontan und genau jetzt die Töchter Smani grüßen. Weiß auch nicht warum. Mhm. Hallo Rahmschnitzel, ich grüße dich auch. Ich weiß gar nicht warum, aber hallo. Nutzt ihr jetzt die Let's Play Session für einen gelegentlichen Flirt, ihr beiden? Ich glaube, der Rahmschnitzel, boah, ich hoffe, ich darf das sagen. Ja. Wenn der flirtet. Ja. Dann nur mit Das willst du bestimmt nicht sagen. Will ich. Nein, darf doch. Man das sagen? Darf man sowas sagen? Ich darf das sagen. Okay. Dann flirtet der nur mit Schlangen. Mehr sage ich doch nicht zu. Mit grünen Salzschlangen? Genau. Salzschlangen. Außerdem das... Aber das kann man jetzt auch falsch verstehen, das weißt du, ne? Nicht, dass jetzt jemand denkt, ach Mensch, der Rami, der ist ja bestimmt hier von, Bitte nicht falsch verstehen, nicht solche Schlangen. Der flirtet in der Seemannsbar. So, komm, wir müssen jetzt aufhören damit. Weiter, mehr darf ich dazu einfach nicht sagen. Wir können nicht weiter über dieses Thema reden. Ich weiß ja eh Bescheid. Du weißt von gar nichts. Aber hallo, ich bin uninformiert. Ah, du weißt also, was bei dir im Team so abgeht. Ja, natürlich weiß ich das. Na dann... Ich weiß genau, was da los ist. Das kannst du mal glauben. Meinst du, ich lebe hinterm Mond? Ja. Ach so. Deswegen bin ich ja umgezogen. Hinterm Mond war gerade ein Zimmer frei. So, hier kann ich ja eh gleich Holz reinmachen. Deshalb hast du hier auch so eine NASA-Station, ne? Ja. Mhm. Betreut von NASA Eckes. Die auch gerne Shampoo empfiehlt, was ich mir natürlich gekauft habe, weil 9 von 10 Frauen und Nasan Eckes sagen, das ist gut. Ja, NASA Eckes bitte. NASA Eckes. Unsere Weltraumspezialistin. Und wenn du dir jetzt mal so meine Haare anguckst, die sind doch schön, oder? Du guckst ja wirklich. Ja, die sind sehr, sehr... aua, die sind schon schön. Die sind schön. Also für Haarverhältnisse muss man sagen, im Allgemeinen gesehen... Schön, einfach schön. Ja. Besser als deine Fussel, nein. Ach, guck dir doch mal deine alten Spaghetti-Haare an da. Das sieht aus wie Bindfäden. Alter, selber, ey. Voll die Chucky-Frisur. Hast du mal den Film Chuckys Baby gesehen? Boah, ja. Ach, ich wollte gerade sagen, den müssten wir gucken. Schade, dass du den schon kennst. Ja, leider einfach ja. Einfach schlecht. Ich kenne da so einen coolen Film, der heißt Der Kühlschrank. Das ist einfach so ein... Weiß nicht, ob du den kennst? Ja, zufällig kenne ich den. Mensch. Habe ich mal gesehen. Boah, schlecht. Der ist richtig, richtig, also das ist, Kann ja. ich euch empfehlen, also wenn ihr mal einen guten Film sucht? Nee, das sieht das aus? Hier? Nein, was ist das? Was machst du da jetzt? Ja, ich probiere gerade rum für einen Boden hier, damit da mal ein anderer Boden ist für die Geheimbibliothek. Das ist nur der Durchgang hier natürlich. Dachte ich mir, mache ich mal einen anderen Boden. Aber das sieht nicht aus mit den Werkbänken, ne? Wie sehen denn Bücherregale hier von oben aus? Kann ich gerade gar nicht checken. Hast du mal ein Regal hier? Noch irgendwo? Habe ich noch hier? Achso, hier ist eine Glasscheibe. Die sehe ich jetzt gar nicht mehr. Ich laufe jetzt immer gegen. Ich lese hier gerade nur Cocktailwürstchen. Ja. Ich finde das auch immer sehr schön eigentlich. Ah. Hallo. Dass die Leute sich dann so unterhalten. Weißt du, es ist ja eigentlich so eine interaktive Twitter-Session. Ja, und die Leute quatschen trotzdem, ne? Nee, die finden sich dann da und treffen sich irgendwie, weißt du, wie ich meine? Eigentlich ja ganz schön. Ja, das mag ich auch immer sehr gerne. Das mag ich auch in diesen Twitter-Sessions und so weiter, weil die Leute quatschen ja auch miteinander. Genau, untereinander so ein bisschen und lernen sich kennen, ist eigentlich ganz cool. Siehst du mal, musst du auch mal machen. Nee, ich glaube, bei mir geht das nicht so gut, weil ich ja noch keinen zweiten Monitor habe. Ah, ich habe übrigens noch einen übrig, wenn ich du einen weiß, brauchst. Ich habe auch noch einen. Ich habe auch noch Achso, einen. Achso, na gut. Noch einen. Ich habe noch einen im Umzugskarton, den werde ich einfach nicht los. Ja, also wenn einer... Nee, ich weiß lieber nicht. Schreib's in die Kommentare. Nein, lasst es bleiben, bitte. Was haben wir denn hier noch so? Was war der letzte Film, den du geguckt hast? Sagt Illumixi?
Boah, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Apropos der letzte Film. Ja. Warst du in Batman Rises? Ja. Ja? Hättest du das gedacht? Ja. Nee, es trifft mich hart, aber unfassbar. Ja. Ich muss mal ganz kurz sagen, verstehst du, warum so viele Leute von dem schwärmen und den gut finden? Nein, nicht wirklich, denn es war einfach zu wenig Batman in dem Film. Ne? Ja. Ne? Ja. Genau, ne? Ja, genau das finde ich mich auch, weil, und vor allem dieser Bane, Alter, ich meine, meine Oma hat mehr Mimik und die ist tot. Also ernsthaft. Ja, deine Oma hat aber auch nicht so ein Ding im Gesicht hängen. Ja, du kennst meine Oma nicht. Das stimmt. Die hat früher für Mortal Kombat Model gestanden. Reptile, oder? Sub-Zero. Ach, Reptile war auch cool. Ist der einzige, den ich kenne, deshalb. Ja. Ja, der war auch cool. So, guck mal, da mache ich hier mal so einen Durchgang. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mit der Tür mache. Das muss ich mal vorher ausprobieren heimlich, damit ich dann hinterher cool wirke, wenn ich das kann. Mache ich hier so einen Durchgang zu so einer Geheimbibliothek, weißt du? Auch super, dass gerade bei der Aufnahme, wo ich dabei bin, baust du die geheime Bibliothek. Ja, natürlich. Ist ja schön, irgendwie. Ja. Passend, ne? Ja. Finde ich auch. So, dann mache ich hier oben aber noch Holz rein. Au. So, dann mache ich hier oben. So, das muss nämlich richtig so ein enger Gang werden, finde ich. Der auch richtig dunkel sein muss. Mhm. Ne? Ja. Und dann am besten geht's dann noch so bergab, so ein Treppen, so eine Stufen, Schmufenstufen. So, was haben wir denn hier noch? Wann kommen neue Folgen? Die Kindermorde in Deutschland. Nee, das ist nicht so ein schönes Thema. Nee, das muss nicht sein. Und ich habe mich dafür ja auch schon entschuldigt. So. Das ist nicht witzig, echt nicht. Warum lachst du dann? Ich weiß nicht, du zwingst mich dazu. Ach so. Du zwingst mich immer über deine Witze zu lachen. Wie das denn? Du drohst mir doch immer. Mit meiner Anwesenheit meinst du? Droh ich dir. Ich dachte, du bist bei der GSG 9, ich kann doch gar nichts schocken. Ja, du kannst mich schocken. Wie das mit deiner Präsenz. Ja gut, das stimmt. Ich habe ja so eine übermächtige. Oh, hier sind wir schon am Ende vom Berg. Das ist ja scheiße. Ich kann gar nicht so tief rein. Ja, du kannst doch... Was? Oh, Alter. Du hast mich angeguckt und nichts gesagt. Also bitte. Ja, ich habe nichts gesagt. Das ist völlig richtig. Warum hast du mich angeguckt? Entschuldigung, brauche ich dafür jetzt irgendwie einen Passierschein oder ja. was? Ja. Frau Hochwohlgeboren GSG 9? Jetzt komm schon zu mir, du alter Schmierpopel. Doch Schmierpopelchen wollte nicht. Naja. Darf ich nicht mal gucken hier? Ich wohne hier. Wie du wohnst hier. Ich dachte, ich wohne hier neuerdings. Ach so. Du musst doch mal sagen, wenn du hier wohnst. Ich wohne jetzt hier, also. Ach so. Nur damit du Bescheid weißt. Das ist der Igel, der wohnt jetzt hier. Bester Witz. Kannst du den erzählen für alle, die den nicht kennen? Ich habe gerade überlegt, ob ich den erzählen kann, aber ich glaube, ich kann das nicht. Nee, ich nämlich auch nicht. Ah, Mist. Scheiße. So, jetzt mache ich nämlich mal Folgendes. Ich muss den Berg dann hier leider erweitern. Jetzt ist der Schmierpopel gerade gekommen. Ich muss den Berg dann hier leider erweitern. Dann ist der Gang ja doch nicht so ewig tief. Naja. Kartoffel fragt gerade, könntest du vielleicht in dieser Aufnahme die U-Bahn weiter ausbauen? Das wollte ich ursprünglich auch, jetzt bin ich bei der Bibliothek. Schlimm, ne? Ja, finde ich aber gerade gut. Die U-Bahn musste aber trotzdem irgendwann machen. Okay. Weißt du, die Leute warten. Ich krieg schon Anfragen, ich krieg schon PNs. Ey, trash das Mani, wann macht Gronkh endlich die U-Bahn? Echt? Ja, ständig. Du willst mich doch verulken. Nee, ist wahr. Die wollen alle nur die U-Bahn und vorher war es, wann macht Gronkh endlich was am Wolkenpalazzo? Ach Mensch, wenn ich die U-Bahn mache, kommt wieder der Wolkenpalazzo oder was anderes oder das mit der Bibliothek. Das ist immer schwierig. Du musst es einfach allen recht machen, gleichzeitig. Ich versuch's ja schon. Hallo Andy,